Unser täglich Messer, gib uns heute. 20-Jähriger fast zu Tode geprügelt, Täter auf der Flucht. Täter in Berlin flüchtig, Messertoter liegt am helllichsten Tag auf dem U-Bahnsteig. Und Bluttat in Guben, Stiefvater ersticht 14-Jährige. Drei Meldungen, alle vom Wochenende und das ist nur die Spitze des Eisberges. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist schon wirklich phänomenal, was hier so alles passiert in diesem Land. Wir fangen an im Kurpark Bad Oeynhausen in der Nähe von Bielefeld soll das sein. Dort hat eine Gruppe einen 20-Jährigen angegriffen. Auch ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt. Der 20-Jährige wurde so schwer attackiert, dass er mit schwersten Kopfverletzungen aktuell um sein Leben ringt. Die Gruppe wird beschrieben, die ihn attackiert hat, als südländisch, 19 bis 20 Jahre alt, 10 Täter. Alle mit Trainingsanzügen der Marke Adidas bekleidet. Das mit diesen Adidas-Klamotten, das kennen wir ja irgendwoher. Es soll zunächst wie immer zu einem Streit gekommen sein und dann haben die Gruppe südländischer Jugendlicher hier unverhohlen angefangen einzuschlagen auf das Opfer. Er liegt weiterhin mit akuter Lebensgefahr, mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus in Bielefeld. Eine Mordkommission ist eingerichtet, Täter bisher alle flüchtig. Kommen wir nach Berlin. In Berlin gab es gleich zwei tödliche Messerattacken. Eine gestern am Kottbusser Tor, U-Bahnhof der U-Bahn-Linie U8. Dort gab es eine Gruppe Jugendlicher, die hat einen 26-Jährigen attackiert und niedergestochen. Er ist noch auf dem Bahnsteig verblutet und gestorben. Heute gab es in der U-Landstraße in Berlin ebenfalls eine Messerattacke, ebenfalls ein 26-Jähriger am helllichten Tage auf offener Straße in Berlin. Niedergestochen, verstorben hier in Berlin. Dann gab es eine Bluttat in Guben. Das Ganze soll sich gestern zugetragen haben. Zuerst hieß es ganz groß bei der Bild-Zeitung, ein 44-jähriger Deutscher hat hier eine Frau getötet auf offener Straße. Es gab diverse Mitteilungen. Inzwischen wissen wir, das mit dem Deutschen hat sich nicht bewahrheitet. Da war die Bild-Zeitung wohl zu schnell. Es muss wohl ein Nicht-Deutscher gewesen sein. Was ist passiert? Es ist auch gar nicht eine nur Frau gestorben. Er hat eine 14-Jährige niedergestochen und sie ist an der Unfallstelle verstorben. Es wollte sich eine mehrfache Mutter von ihrem aktuellen Partner trennen und der 44-Jährige Partner, der dann der Ex-Partner sein sollte, hat daraufhin sofort das Messer gezogen in der gemeinsamen Wohnung und ist auf die Frau losgegangen. Die 14-Jährige, wir wissen nur, sie hieß Zibia mit Vornamen, wollte ihre Mutter beschützen und ist dazwischen gegangen, ist ebenfalls schwer verletzt worden, hat sich noch raus auf die Wiese geschleppt und ist draußen dann verblutet auf der Wiese. Draußen kam dann auch nochmal der Stiefvater hinterher, wollte sichergehen, dass sie wirklich tot ist. Und da hatte die Polizei wieder Schwierigkeiten, der Situation Herr zu werden. Und hier haben wir wieder das Problem, Zitat, immer wieder versuchten die Beamten, den Mann mit einem Taser zu Boden zu bringen. Immer wieder wich er ihnen aus. Er rannte auch auf die Beamten zu, die zurückweichen mussten, um Abstand zu halten. Ja, das kennen wir, Beamte, die zurückrennen, weil sie mit ihrem Taser, der fast wirkungslos ist, nicht richtig umgehen können oder die Täter hin und her springen. Sie hätten hier gescheiter mal die Dienstwaffe gezogen und hätten einfach geschossen. Jetzt gibt es große Diskussionen, weil ja auch in Frankfurt ein Afghane erschossen wurde. Und dann wird gesagt, ja, die Polizei soll auf die Beine schießen. Das ist ein guter Witz. Im Schießtraining wird nicht auf Beine geschossen bei der Polizei. Ihr wisst ja, da hängen die Zielscheiben. Es wird immer auf den Bauch gezielt. Anderes Schießtraining hat die Polizei gar nicht. Der 44-Jährige ist hier in Untersuchungshaft genommen worden wegen des Tatverdachts des Totschlages. Ihr wisst, das ist kein Mord, wenn man in so einer Situation spontan das Messer zieht und auf jemanden einsticht. Das ist nur Totschlag, aber kein Mord. Dementsprechend sieht auch die Strafe aus. Das waren jetzt drei Tötungsdelikte vom Wochenende. Es gibt unfassbar viele Messerdelikte. Es ist unfassbar, was Google einem inzwischen ausspuckt. Und man muss aufpassen, inzwischen gibt es sogar erfundene Messerdelikte. Ist jetzt auch die Woche zweimal vorgekommen, wo angeblich ein Messerdelikt wäre erfunden gewesen und bei dem anderen hätte sich das Opfer selbst die Stiche zugefügt. Bin ich ein bisschen skeptisch mit selbst, also sich selbst abstechen. Bisschen schwierig. Es ist einfach Katastrophe. Es ufert hier aus.
Hammer und Messer in der Hand, Zwangseinweisung und Polizeigewahrsam für Täter im Kreis Uelzen. Das Ganze war natürlich auch Samstag, wie sagen Sie hier, psychischer Ausnahmezustand. Freitagabend, kurz vor Mitternacht, heißt es im offiziellen Polizeibericht. Eine amtsbekannte, psychisch auffällige männliche Person aus der Region sorgte in Bad Bodenteich für einen Einsatz. Der Mann hält sich in der Dunkelheit mit einem schweren Hammer und einem Messer in der Hand vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses auf und hindert eine nach Hause kommende Bewohnerin am Betreten des Hauses. Naja, unter Einsatz von Pfefferspray und körperlicher Gewalt konnte die Polizei die Situation unter Kontrolle bringen. Es wurden ihm sogar Fußfesseln angelegt, drei Beamte wurden bei dem Widerstand verletzt. Nationalität wird hier natürlich nicht angegeben. Bei einer Sportveranstaltung in Rena kam es dann zu einer Bedrohung mit einem Messer. Ein 34 Jahre alter Deutscher hat einen 17-jährigen türkischen Jugendlichen bedroht. Ist ja interessant. Anscheinend muss man sich jetzt hier schon mit dem Meinungsverstärker in der Hosentasche auf solche Veranstaltungen begeben. Landkreis Ansbach. Die Polizei musste ausrücken wegen Streit in der Familie. Samstag, es gab einen Polizeieinsatz, weil natürlich einer in der Familie mal wieder ein Messer gezogen hat. Der Mann bedroht Schwester und Großeltern mit einem Messer. Reutlingen, 30-Jähriger, soll in Reutlingen zwei Männer mit Messer verletzt haben. Zeugen werden gesucht. Tatzeitpunkt Freitag auf Samstagnacht. Zwei Männer, 43 und 37 Jahre alt, sind hier die Opfer eines 30-jährigen Messerstechers geworden. Lübecker Bahnhof, heute am Sonntag, ein 25-jähriger Mann hat mit einem Messer Passanten bedroht. Polizei, Großeinsatz, wie ihr euch das vorstellen könnt. Der Angreifer ist in Verwahrung genommen worden. Es sind 6 Streifenwagen mit Blaulicht unterwegs gewesen zum Bahnhof. Die Polizei sagt nur, es handelt sich hier um jemanden, der randaliert hat, und zwar schon vormittags mit 0,7 Promille Alkohol im Blut, Nationalität völlig unbekannt. Und inzwischen hat es, glaube ich, fast jeder kapiert in diesem Land. Wir haben ein krasses Problem mit der inneren Sicherheit, wir haben ein krasses Problem mit Messerdelikten, mit Rohheitsdelikten, mit Tötungsdelikten, mit Gewaltdelikten. Es werden inzwischen regelmäßig Kinder abgestochen in diesem Land. Wo ist der mediale Aufschrei derer, die alle gesagt haben, Refugees, welcome, die alle damals in Leipzig und wo am Bahnhof standen und geklatscht haben? Wo sind sie denn? Wie lösen wir denn das Problem? Wie schaffen wir das denn jetzt, ja? Ja, wir sollen das ertragen, wir sollen das erdulden. Selbst wenn wir das täten, wird es ja immer schlimmer. Also selbst wenn man die aktuelle Situation noch in den tolerierbaren Bereich rückt, was absolut nicht der Fall ist, ist absolut inakzeptabel. Und dann meint ihr, es wird dann in Zukunft auf gleichbleibendem Niveau bleiben? Nein, das ufert immer weiter aus. Aber bevor wir Hass und Hetze verbreiten, wir warten einfach, was morgen wieder in der Zeitung steht, was morgen wieder Mord und Totschlag war, Messerdelikte, Hoheitsdelikte, Sozialdelikte, ist ja jeden Tag alles dabei. Ja, es sind auch Deutsche mit dabei, aber die Nichtdeutschen in diesem Land, sie haben die Mehrheit. Sie haben die Mehrheit bei den Tatverdächtigen, sie sind auch die Überzahl in den deutschen Gefängnissen. Jedes Bundesland hat inzwischen seine Zahlen bekannt gegeben. Der Anteil Nichtdeutscher ist überproportional groß, meistens die Hälfte. Und dann kommen ja noch alle dazu mit doppelter Staatsbürgerschaft. Wir werden verarscht von morgens bis abends und der Kanzler gibt ein Sommerinterview bei der ARD und keine einzige Frage zur Migration. Ganz mein Humor, die SPD verliert die Wahl, weil sie die Probleme der Zeit nicht erkennt, weiß über die Nachwahlbefragung, dass es vor allem um die Migration geht und welches Thema lässt man aus? Die Migration. Und welches Thema lässt man aus? Die Migration. Ganz mein Humor. Herr Olaf Scholz träumt ja wirklich davon, er wird nochmal Kanzler. Ja, in Absurdistan kann er vielleicht nochmal Kanzler werden, aber nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wenn du noch weitere Delikte vom Wochenende hast, kommentier sie doch unter diesem Video. Vielleicht kriegen wir am Ende ein vollständiges Bild aller Gewalt- und Messerattacken. Damit sage ich ciao, bis bald, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. Damit bis bald.